Hallo, wir schauen uns heute den Satz von Rolle mit seinen Bedingungen, vor allem eben, warum seine Bedingungen nötig sind, an. Der Satz von Rolle, nochmal kurz zur Wiederholung, besagt, sei eine Funktion f von einem kompakten Intervall a, b in die reellen Zahlen stetig, differenzierbar auf dem offenen Intervall a bis b und es gelte, dass f a das gleiche wie f von b ist. Dann folgt, dass ein x0 im offenen Intervall von a nach b existiert, sodass die Ableitung an der Stelle x0 von f gleich 0 ist. So, jetzt wollen wir uns anschauen, warum sind diese drei Voraussetzungen, die Stetigkeit, die Diffbarkeit und f von a gleich f von b, so zentral wichtig, damit der Satz wirklich gilt. Was man generell macht, um zu zeigen, dass eine Voraussetzung für einen Satz notwendig ist, ist, sich eine Funktion zu bilden, die bis auf eine Voraussetzung, die man prüfen will, alle anderen erfüllt und bei der dann zu zeigen, dass dann die Aussage des Satzes eben nicht erfüllt ist. Wir fangen mit dem einfachsten Fall für diesen Satz an, nämlich stellen wir uns vor, eine Funktion, die diese Bedingung, dass f von a gleich f von b ist, nicht erfüllt. Zum Beispiel nehmen wir die Funktion, die vom kompakten Intervall 0 bis 1 in die reellen Zahlen führt und einfach auf die Identität schickt, heißt x wird auf sich selbst geschickt. Dann können wir uns das hier anschauen. Da sieht man ein Viertel auf ein Viertel, ein Halb auf ein Halb und so weiter von 0 bis 1. Was klar ist, das Ganze ist stetig offensichtlich. Das Ganze ist auch differenzierbar auf dem Intervall. Aber was eben nicht gilt, ist f von a gleich f von b. Denn unser a und b in dieser Funktion sind 0 und 1. F von 0 ist aber 0, f von 1 ist 1, offensichtlich nicht gleich. Und außerdem können wir jetzt hier sehen, die Aussage des Satzes ist offensichtlich auch nicht erfüllt. Denn wenn wir uns die Steigung an jedem einzelnen Punkt dieser Funktion hier anschauen, beziehungsweise die Ableitung von komplett beliebiges x, f abgeleitet von x, ist die Ableitung von x selbst und das ist 1. Und das gilt für alle x aus dem ganzen Bereich 0 bis 1, heißt, wir finden keinen Punkt, für den gleich 0 in der Ableitung erfüllt ist. Der Satz gilt nicht, deshalb brauchen wir die Voraussetzung, dass f von a gleich f von b ist. Als zweite Voraussetzung schauen wir uns die Stetigkeit von f an, warum das nötig ist. Für dieses Beispiel schauen wir uns diese nicht stetige Funktion an. Wir schicken wieder f von dem kompakten Intervall 0 bis 1 in die reellen Zahlen. Und diesmal bilden wir x wieder auf sich selbst ab, aber nur solange x echt kleiner ist als 1. Und für den Ausnahmefall, dass x gleich 1 ist, schicken wir x durch f auf 0. Daran können wir wieder sehen, okay, diesmal gilt offensichtlich f von 0, unser a an der Stelle, f von 0 ist gleich 0, f von 1 ist aber auch gleich 0. Heißt, diese Bedingung, dass f von a gleich f von b ist, ist diesmal erfüllt. Das Ganze ist wieder differenzierbar auf dem offenen Intervall von 0 bis 1, aber nicht stetig. Denn wenn wir uns das anschauen, hier ist in der Funktion ein Bruch. Man muss sich vorstellen, das hier geht nur bis ganz, ganz kurz vor 1. 1 selbst aber wird auf 0 geschickt. Dadurch ist hier die Stetigkeit unterbrochen. Gilt dann trotzdem die Aussage des Satzes? Offensichtlich nein, denn wenn man sich die Steigung an jedem dieser Punkte anschaut, dann haben wir das gleiche wie eben beim ersten Beispiel, in dem wir einfach alles auf x geschickt haben. Überall an diesen Stellen gilt wieder, dass die Ableitung von f wieder die Ableitung von x ist, solange x kleiner als 1 ist, echt kleiner als 1 ist. Und die Ableitung von x ist wieder 1. So, und den Fall x gleich 1 können wir uns natürlich auch angucken, aber die Aussage des Satzes ist ja, es gibt ein x0, das echt im kleinen, es gibt ein x0, das im offenen Intervall liegt, heißt ungleich a und ungleich b, was in diesem Fall 1 ist, sein soll. Heißt, diesen Fall müssen wir gar nicht betrachten, sondern nur alle, die echt kleiner als 1 sind und für die gilt die Steigung und damit die Ableitung an dieser Stelle ist nie gleich 0 und der Satz ist somit nicht erfüllt. Gut, jetzt schauen wir uns die dritte und letzte Bedingung an, nämlich die Differenzierbarkeit auf dem Intervall a bis b. Und ich kündige schon mal an, das ist der kniffligere der drei Teile. Aber wenn man es einmal gesehen hat, hat man wirklich den Satz wesentlich besser verstanden. Und das ist es auf jeden Fall wert. Also bleibt bei mir. Als nicht differenzierbare Funktion nehmen wir uns jetzt wieder ein f, das von 0 bis 1 in die reellen Zahlen schickt. Und zwar diesmal wird x auf x selbst geschickt, für alle x, die kleiner gleich 1/2 sind, und auf 1 minus x für x
echt größer als ein halb. Wir wollen uns an der Abbildung kurz anschauen, was genau das heißt. Man sieht, okay, hier ist der x-Bereich von 0 bis 1/2, also x kleiner gleich 1/2. Dann wird x einfach auf sich selbst abgebildet, auf die Identität. 0 auf 0, 1/4 auf 1/4, 1/2 eben auf 1/2. Für den zweiten Teil der Abbildung, 1 minus x, schauen wir uns an, okay, wir sind bei ein klein bisschen größer als 1/2, also schon echt größer als 1/2. Dann wird das Ganze auf 1 minus etwas mehr als 1/2 abgebildet. Heißt, dann sind wir im Ergebnis ein bisschen kleiner als 1/2. Und deshalb geht hier unsere Funktion wieder runter. An der Stelle 3/4 zum Beispiel wird das Ganze auf 1 minus 3/4 und dann sind wir wieder bei 1/4 in der Höhe. Und das kommt ja hier in der Zeichnung ungefähr hin. Wir müssen uns jetzt erstmal klar machen, warum ist diese Funktion nicht differenzierbar. Und ich behaupte erstmal, dass im Punkt x gleich 1/2 sie nicht differenzierbar ist. Aber warum? Was bedeutet es überhaupt oder was ist die Bedingung dafür, differenzierbar zu sein? Eine Funktion ist in einem Punkt differenzierbar, wenn für diesen Punkt ein ganz bestimmter Limes existiert. Nämlich wir wählen uns jetzt den Punkt 1/2 und es muss dieser Grenzwert existieren. Nämlich wenn wir x langsam auf 1/2 zulaufen lassen, dass dann der Grenzwert von diesem Bruch, nämlich f von x minus f von 1/2, den Punkt, gegen den es laufen soll, in dem das Ganze differenzierbar sein soll, geteilt durch x minus 1/2, dieser Grenzwert soll existieren und eben eindeutig sein. Jetzt können wir uns hierfür überlegen, okay, aus welchen Richtungen können wir 1/2 einlaufen, also wir anlaufen. Wir haben ja das Intervall von 0 bis 1, heißt wir können einmal von 0 hochkommen oder von 1 runter. Wir schauen uns erstmal die erste Option an. Wir fangen bei 0 an und laufen langsam gegen 1/2. Um das zu zeigen, schreibe ich hier unten x und dann diesen läuft gegen Pfeil etwas nach oben, damit man sieht, es läuft nach oben gegen 1/2. Und hier setzen wir jetzt einfach schon mal das ein, was wir wissen. Wir haben gesagt, x ist anfangs erstmal kleiner als 1/2, heißt f von x ist gleich x. F von x gleich x setzen wir hier ein. F von 1/2 zählt auch noch hier drunter, also wird das auf sich selbst 1/2 geschickt. Und das unten, das bleibt einfach stehen. Und jetzt sieht man hier schon, dass x minus 1/2 durch x minus 1/2 geteilt wird. Also da kommt offensichtlich 1 raus und der Limes von 1 ist einfach 1. Das wäre, wenn wir annehmen, x läuft von unten gegen 1/2. Jetzt nehmen wir aber die zweite Option an. Angenommen, x ist erstmal größer als 1/2 und läuft von oben dagegen. Wir schauen wieder, was wissen wir? F von x, x ist diesmal größer als 1/2, deshalb wird das Ganze auf 1 minus x geschickt. 1/2 wird nach wie vor auf 1/2 geschickt. Und das untere bleibt einfach stehen. Jetzt können wir schauen, 1 minus x minus 1/2, da können wir einfach das minus 1/2, also das 1/2 von 1 direkt abziehen und haben somit hier stehen, das ist der Limes von 1/2 minus x durch x minus 1/2. Aber 1/2 minus x durch x minus 1/2 ist offensichtlich einfach nur minus 1. Und der Limes von minus 1 ist natürlich minus 1, weil das Ganze auch konstant bleibt. Jetzt sieht man aber schon direkt, naja, 1 ist nicht unbedingt gleich minus 1. Heißt, das läuft auf verschiedene Grenzwerte zu, ist nicht eindeutig und somit hat dieser Ausdruck keinen eindeutigen Grenzwert. Und deshalb ist die Funktion f an der Stelle 1/2 nicht differenzierbar. Warum gilt aber jetzt der Satz nicht? Wir können uns wieder erstmal die Punkte außerhalb von 1/2 angucken. Einmal hier ist ständig die Steigung 1. Hier ist die Steigung ständig minus 1, weil es gleich stark wieder abfällt. Am Punkt 1/2 aber könnte es uns bei der Zeichnung erstmal so vorkommen, ja, ist quasi ein Maximum, da ist die Steigung ja 0. Aber
dadurch, dass es an der Stelle ein Halb nicht differenzierbar ist, heißt, wir können da nicht vernünftig ableiten, können wir gar nicht erst f' von 1/2 ausrechnen. Und deshalb kann an dieser Stelle auch nicht f' von 1/2 gleich 0 stehen. Und somit finden wir keinen Punkt, für den der Satz erfüllt ist.